Alla, meine Lieben, hier ist wieder eure La Presidenta und wir befinden uns wieder mitten in Tropico 5 und wollen hier unsere wunderschöne Insel, die wir hier besiedelt haben, weiter besiedeln. Tja, dazu haben wir bereits schon einige Aufgaben angenommen und werden jetzt noch eine weitere Aufgabe annehmen, beziehungsweise ja doch eine weitere Aufgabe, die wir hier haben. Und werden aber kurz vorher noch ein kleines Baubüro in Auftrag, ein Transportbüro meinte ich, in Auftrag geben, was wir hier hinten hinsetzen. So, das haben wir dahin gesetzt und werden jetzt natürlich erst einmal gucken, was für eine Aufgabe wir hier noch annehmen können. Die Last des Regierens verändert unsere Sicht auf die Menschheit. Für uns sind Menschen nur ein Rohstoff, der gut eingesetzt werden will. Wo wir gerade von Managen sprechen. Sie können zusätzliche Manager für Ihre Insel gewinnen. Dann können Sie Ihren wichtigsten Gebäuden zuteilen, um deren Leistung zu verbessern. Sie müssen nur neue Unterkünfte für die Manager bauen. Das heißt, ich muss 5 Landhäuser bauen. Habe ich nicht eben gerade? Nein, da, ja gut, aber die werden anscheinend nicht angerechnet. Ja gut, dann bauen wir jetzt halt eben erstmal mehr Landhäuser, damit wir Manager bekommen. Und diese Landhäuser setzen wir hier hin. Können wir auch drehen, damit der Vorgarten mal andersrum ist. So, und da können wir noch eins hin, aber da passt es nicht mehr. Gut, dann setzen wir es hier halt eben hin. Gut, kennen wir ja nichts. Sind wir ja gar nicht so. So, sehr schön. Dann haben wir das und tsching. Da haben wir schon die nächste Aufgabe. Die Unabhängigkeit muss das Ziel jedes Bürgers von Tropico sein. Aber wir können nicht mit leerem Magen für die Revolution kämpfen. Bürger von Tropico finden Nahrung, wo sie können. Meistens, indem sie es von ihren Farmen stehlen. Eine viel bessere Methode ist der Bau eines Lebensmittelgeschäfts. Es sorgt für eine höhere Nahrungszufriedenheit und damit auch für einen Anstieg ihrer Beliebtheit. Ja, dann machen wir das natürlich und bauen ein Nahrungsmittelgeschäft. Haben auch schon wieder gut Schulden aufgebaut. Tja, in Schulden machen bin ich gut. So, kleiner Laden. Genau, kleiner Laden ist das. So, und aufpassen, wo wir ihn hinsetzen. Obwohl, wir können ihn auch da hinsetzen. Nee, ich setze ihn dahin. Weil irgendwann können wir auch mal die Feuerwehr bauen. Und ich glaube, es wäre sinnig, die Feuerwehr hier vorne hinzusetzen. Zum Beispiel. Großartige Neuigkeiten. Wir haben in kolonialen Nachschubkisten die Sichel gefunden. Sie passt perfekt zu unseren Hämmern und wird unsere Produktivität in die Höhe schnellen lassen. Ich kann unsere glorreiche Zukunft beinahe mit den Händen greifen. Gut, sehr schön. Gut, das heißt, wir können hier wirklich dann die Verbesserung anstreben. So, selektive Züchtung. Nach dem Anbau dieser Verbesserung steigt die Effizienz jeden Monat an. Aber ich sehe gerade, es ist... Ich muss mal gucken, kleinen Moment, ob man hier gegebenenfalls das Saatgut ändern könnte. Weil zeigt dann eigentlich an... Nee, das lassen wir mal lieber, weil er zeigt einen jetzt nicht an, wo man es besser hinbauen könnte. So, aber wir machen jetzt hier nach dem Einbau dieser Verbesserung, genau, steigt die Effizienz jeden Monat an. Das machen wir. So, damit haben wir das in Auftrag gegeben. La 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 la. So, das Transportbüro ist auch schon fertig. Als eine Kolonie der Krone stehen wir in einem Wettbewerb. Einem Wettbewerb, den wir verlieren, alter Freund. Die Kolonien Puerto Coco und Isla Roja stehen weitaus besser da. Tja, die Insel verdienen sogar so viel, dass die Krone auch von ihnen mehr Geld erwartet. Seine Majestät hat beschlossen, dass alle Kolonien eine Zusatzsteuer zahlen sollten, weil es der Region so gut geht. Tja, sehr schön. Wir können uns jetzt natürlich aussuchen, ob wir hier sogar auch das Doppelte zahlen wollen, was ich natürlich gerade nicht vorhabe. Da wir sowieso schon genug Schulden haben, deswegen nehmen wir hier die 5.000 Gutes. So. Und damit haben wir 12.000 Schulden. Wir können auch mal gucken, ob wir hier gegebenenfalls irgendetwas... Ah, guck mal hier. Fleisch. Wir können Fleisch exportieren. Aber es rentiert sich nicht wirklich. Da können wir Wolle. Haben wir aber gerade nicht Baumstämme, Planken. Nee, das rentiert sich nicht wirklich. Also für diese 50 Ich sehe, Dollar dass mehr, die Häuser fertig sind. Unglücklicherweise haben die Inseln Puerto Coco und Isla Roja die Manager gestohlen, die für sie bestimmt waren. Wie? So wie ich es verstehe, haben sie ihren Manager sogar Luxusvillen angeboten, um sie abzuwerben. Grämen Sie sich nicht so sehr darüber. Sie können sich früher oder später dafür rächen. In der Zwischenzeit habe ich die Verbindung des Ordens genutzt, um eine Mandatsverlängerung für Sie zu erwirken.
Ja, gut, okay, da haben wir dann halt eben auch 12 Monate länger drin, finde ich auch gut. So, 5 Jahre und 6 Monate, ach, das sollte eigentlich genug Zeit sein. Wir kriegen ja auch noch genug Angebote. So, kleiner Laden ist auch bald fertig. Und jetzt sind wir bei 9000. Mal gucken, ob wir dann Geld für bekommen. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Als Zeichen des Dankes für ihre Unterstützung der Bewegung bieten die Revolutionäre ihnen Hilfe an. Denken Sie daran, Sie brauchen einen Zustimmungswert von mehr als 50%, um die Unabhängigkeit zu erklären. Eine große Zahl von Revolutionären auf der Insel hilft Ihnen dabei außerordentlich. Tja, wir könnten jetzt halt eben diese Revolutionäre nehmen, neue Schmugglerrouten aushandeln oder diese 2-Dollar-Zeichen, ich glaube, die bedeuten, dass das auf unser Schweizer Bankkonto geht. Aber das wollen wir gerade nicht. Wir nehmen die gebildeten Leute. Hallo, wir brauchen die gerade. So. Und ich hoffe, Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Oh, das ist aber sehr nett. Seiner Majestät ist mit Ihrem Fortschritt zufrieden. Um sich erkenntlich zu zeigen, hat er Ihr Mandat verlängert. Außerdem können Sie das Anerkennungsschreiben gegen eine dieser fabelhaften Belohnungen tauschen. So, Staatszuschuss sind 5.000 Dollar, ja genau, hier sind diese 2-Dollar-Zeichen, sprich auf Schweizer Nummernkonto, Mandatsverlängerung oder neue Kolonisten. Ich glaube, wir nehmen erstmal das Geld, das hilft uns, und werden auch eine weitere Plantage bauen, damit unsere Leute, Plantage, damit unsere Leute auch was zu essen bekommen, und nehmen hier die Bananen, weil die Bananen können sie auch essen. Und hier sieht es eigentlich ziemlich gut aus. So, was können wir denn noch alles Schönes bauen? Fischerei. Ja, wir haben noch gar keine Fischerei. Komm, dann machen wir das natürlich auch, weil das gibt auch Essen. Setzen wir da hin. Bauen auch gleich die entsprechende Straße dazu. Rucks. So. Und rucks. So, sehr schön. Das gefällt mir. Es wurde auch wieder Ware exportiert. Ja, so muss es auch sein. Und ich glaube, wir sollten mal langsam angehen, dass wir vielleicht die Mine bauen können. Aber das geht gerade noch nicht dafür. Ach ja, genau. Wir brauchen erstmal die Schaufel dafür. Wir könnten aber... So, Milch, Wolle. Ja, nehmen wir Lamas. Und wo setzen wir die hin? Das ist rot, der Bereich. Na gut, dann setzen wir die auch hier hinten hin. Setzen wir zu den Rindern. Ja, dann können wir das nämlich auch exportieren. Es gibt erstmal alles Geld rein. Und Geld, Geld, Geld brauchen wir. Ja. So, wir können die Zeit auch etwas beschleunigen. Da sind wir auch ganz groß drin. Da, 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 da. Ja, und dazu immer diese schöne Musik. Die macht immer so fröhlich. Und ja, da freut man sich. Jemand hat mein Manuskript gestohlen. Oh nein. Und unter einem Pseudonym veröffentlicht. Eine autobiografische Erzählung von 2 Männern auf einem Berg, die mehr als nur Freunde waren. Oh. Selbst das surreale Kapitel mit den tanzenden Elfen unter dem Regenbogen fällt nicht. Jetzt will jeder auf Tropico auf einer Farm arbeiten und ich werde nie die Anerkennung dafür bekommen. Alles für die Katz. Ganz ehrlich, ich habe, wie nennt der Film sich, Brokeback Mountain oder irgendetwas, nie gesehen. Gab es da wirklich tanzende Elfen unter dem Regenbogen? Ich weiß es nicht, ich habe den Film nicht gesehen. Falls ihr ihn gesehen habt, könnt ihr mir das gerne mal reinschreiben. Also es würde mich jetzt echt interessieren. Nein, ich habe auch nicht vor, ihn zu gucken. Ist nicht so wirklich mein Fall. Lalalala. So, die Fischerei baut hier auch auf, weil das ist zum Beispiel auch alles, was wir dann später wieder vergüten oder beziehungsweise verkaufen können. So, die Arbeitsqualität steigt um 20 Punkte, der Wohlstand der Arbeiter nimmt zu. Sehr schön, aber dazu bräuchten wir halt eben Kohle, die wir gerade nicht haben. Aber hey, die Krone hat uns gerade Geld überwiesen, wie passend. So, das machen wir natürlich. Und können wir hier auch erhöhen? Genau, da haben wir den Dünger. Die Effizienz von Plantagen und Hydrokulturen in der Nähe steigt um 10. Ja, das machen wir auch, weil Effizienz steigt. Hallo, was wollen wir mehr? So. Ey, die können wir hier auch so. Unser Suchkommando, also ich, hat die Schaufel gefunden. 40 Stück. Wenn ich herausfinde, wer sie dort versteckt hat, bringe ich ihn um. Ich gab sie den Bergarbeitern, damit sie sie an einen sicheren Ort bringen können. Zum Beispiel unter die Erde. Tja, auf die Leute ist auch kein Verlass mehr, ich merke schon. Aber hey, wir können wieder Forschung aussuchen. Und da nehmen wir jetzt hier der Abzug.
dann die Planken und Vorarbeiter. So, und jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir hier Schönes erhöhen können. Die Effizienz steigt um 20 Punkte, doch der Fischereihafen fischt die Bestände. Nee, das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen... Viele Menschen opfern ihr Leben für ihre Ideale. Sie müssen bereit sein, das Leben anderer Menschen für ihre eigenen zu opfern. Sie stimmen mir nicht zu. Ich werde die Dinge in die eigene Hand nehmen müssen und es ihnen zeigen. Die Königstreuen auf ihrer Insel sind gegen eine Unabhängigkeit und senken ihren Zustimmungswert. Ich habe den Tod einiger Königsgetreuen arrangiert. Dies ist eine wichtige Lektion. Manchmal müssen sie Opfer bringen, um ihre Ziele zu erreichen. Tja, Effekt, mehrere Königstreue wurden getötet. Ja, das sind alle Steuerzahler. So, in spontaner Brillanz hat seine königliche Majestät erkannt, wie sich alle Probleme ihrer Insel durch den Bau eines einzigen Gebäudes lösen lassen. Okay, also seine Majestät versichert mir, dass der Bau einer Plantage, Tabak, alle finanziellen, sozialen und Gemeinwohlprobleme ihrer Insel mit einem Schlag lösen wird. Bauen Sie mindestens eine Plantage. Ja, gut, das kriegen wir hin. Im Plantagebauen sind wir gut. So, Tabak. Bauen wir Tabak? Da haben wir Tabak. So, und wo setzen wir das hin? Ich glaube, hier hinten könnte es gut... Ah, nee, da ist... Hier ist doch eine schöne Stelle. So, warte mal, die setzen wir so rum, dass wir da vorne dann dementsprechend die Straße nochmal durchziehen. Und dann können wir daneben auch noch ein paar Wohnungen bauen. Rucks. Weil Wohnung braucht das Volk. Die wollen ja auch schließlich irgendwo leben und dass sie es halt eben nicht so weit zur Arbeit haben. Aber mehr können wir gerade nicht bauen. Gut, auch gut. So, und damit haben wir wieder Ware exportiert. Sehr schön. Hier drüben haben wir ja auch noch eine Plantage. Was bist du denn? Ach, da, Zucker. Habe ich doch so viel Zuckerrohr? Ah, nee, ist da drüben. Ach ja, natürlich. Ja, erhöht die Effizienz aller Plantagen und Hydrokulturen in der Nähe... Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Ja, gut, seine Majestät war also wieder sehr zufrieden mit uns. Das war er denn jetzt schon mal. Und wir werden jetzt einen Staatszuschuss wieder beantragen, wie das letzte Mal, weil die Kohle brauchen wir. Wir wollen ja schließlich unsere wunderschöne Insel weiter in die Zukunft bringen. Ganz prächtig, alter Freund. Sie haben seiner Majestät Nahrung geliefert. Jetzt sollten Sie dafür kassieren. So, kostenlose Nahrung. Warum sollte die Krone ihre Profite für die Speisung der Massen vergeuden? Seine Majestät sagt, nichts ist umsonst. Und meint es auch. Nun seien Sie so nett und erlassen Sie die Verordnung. Hören Sie nicht auf diese radikale Frau und ihre Ideen von Extraration. Entschuldigung, kleiner Hustenanfall. So, wir haben jetzt also die Möglichkeit, nichts ist umsonst. Extraration oder beide Verordnung erlassen, beide Belohnung. Widerspricht sich das nicht? Aber gut, wir würden beide... bekommen. Ach komm, wir nehmen einfach mal beide. Da kennen wir doch nichts auf Verordnung. So, wir haben immer hier die Extraration. Erhöht den Nahrungsverbrauch und die Nahrungszufriedenheit der Bürger. So, Brot und Spiele. Wir haben nicht mehr genug Brot. Die meisten Bürger essen einmal täglich. So bleiben sie schlank und sportlich, aber nicht sehr glücklich. Extrarationen wären hochwillkommen, sollten wir Nahrung übrig haben. Vergessen Sie nicht, dicke und faule Menschen zetteln selten Revolutionen an. Okay. Gut, dann haben wir das also in Auftrag gegeben und nichts ist umsonst. Die Bürger müssen für ihre Nahrung zahlen. Für das Mittagessen zu zahlen ist für einen Bürger Tropikus sehr ungewöhnlich. Dabei ist es in anderen fortschrittlicheren Ländern üblich, so hörte ich. Also kostet das Essen ab sofort Geld. Mögen die Armen verhungern, sie haben sowieso nicht viel zur Gesellschaft beigetragen. Oh Gott, ist das krass. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. So, gut, okay, wir können jetzt eine kostenlose Technologie... das hört sich natürlich auch... Großartige Neuigkeiten! Wir wissen nun, wie wir die Musketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat. Man muss den Abzug betätigen. Wir mussten einige Fehlschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte und verloren darüber einige gute Männer. Gott, ja, in Ordnung. So, damit haben wir auch das erledigt. Mein alter Freund, aus verlässlichen Quellen vernahm ich, dass es Gold in den Bergen geben soll. Ich schlage vor, dass Sie ein paar Prospektoren dorthin entsenden.
Ja, das würde also bedeuten, dass ich wieder Kohle dafür ausgeben muss. Besitzen Sie noch keine Armee, können Sie die Palastwache losschicken, um die Insel zu erkunden. Sie müssen eventuell mehrere Expeditionen finanzieren, um das Goldvorkommen zu finden. Ja, das sehen wir natürlich an. Aber das können wir erst machen, wenn wir genug Kohle haben. Hier könnte es sein, da könnte es sein, da könnte es sein. Also die Insel ist groß, sehr groß sogar. Müssen wir da mal gucken. Wir haben soeben herausgefunden, wie oft man einen Wissenschaftler mit einer Planke schlagen muss, damit er etwas entdeckt. Zwischen 6 und 7 Mal. Wir nannten das die Planck'sche Konstante. Die wird sicher eines Tages eine große Rolle spielen. Genau, ich hau dich jetzt so lange, damit du endlich was entdeckst. Ja. Sehr schön. So, wir haben leichte Schulden, aber auch nur leichte. Stimmt, das erinnert mich dran. So, Forschung, Verordnung. Nee, das können wir hier noch gar nicht aufnehmen. Weil es gibt nämlich irgendwann eine Verordnung, da können wir nämlich auch Geld für bekommen. Finde ich auch sehr lustig. So, Verordnung, Verfassung können wir noch nicht, weil soweit sind wir noch nicht. Handelsroute, genau, können wir mal gucken. So, wir hätten jetzt hier Milch. Der Standardpreis, ja okay, gut, das hört sich schon mal gut an. Für Fleisch, lass mich mal kurz durchrechnen. Oh, ich glaube, wir nehmen hier Fleisch. Fisch. Ja, wir nehmen Fleisch. So, und nehmen das Schiff und sagen, es soll exportieren. Das heißt, wir kriegen sogar etwas mehr Kohle rein. Hey, wir sind bei 5000. Was hat er gesagt gehabt? Wir sollen Tabak anpflanzen. Das hier war ja, glaube ich, unsere Tabakplantage. So, erhöht die Effizienz auf 100. Doch die Bodenqualität nimmt im Laufe der Zeit ab. Ist, glaube ich, nicht so prickelnd, würde ich jetzt mal fast behaupten. Aber ich glaube, wir können hier einen Manager einsetzen, oder? Da, Manager, mal gucken. So, Erfinder erzeugt Forschungspunkte. Genau, das brauchen wir ja hier nicht. Erhöht die Wohnqualität. Der Hauswirt erhöht die Wohnqualität. Zurück, gut. Aber wir können hier den Manager einsetzen. Weil hier heißt es, erhöht Forschungspunkte proportional zur Gebäudeeffizienz. Monatlicher Basiswert 10 Forschungspunkte. Ja, das nehmen wir natürlich und da stellen wir den ein. So, und haben hier auch 2 neue Aufgaben. Das zügellose Liebesleben in ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt. Oh, so wie auch bei jeder anderen wichtigen Geburt wird dieses Ereignis die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen. Vielleicht gibt es sogar Ärger. Wie sollen wir damit umgehen, Präsidenta? So, organisieren Sie eine schnelle Hochzeit. Bezahlen Sie Geld, damit alles ruhig bleibt. Ich bin Fan von Skandalen. Ich erkenne das Kind an. Ja, genau, dann machen wir das doch natürlich. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Mit Hilfe uralter Rituale, darunter das Trinken von Rum zur Festigung der Gehirnbindung, können wir ihren Erben einige Fertigkeiten mit auf den Weg geben. Welche soll es sein? So, Berühmtheit. Entwicklungshilfe steigt um 5. Umweltverschmutzung, Arbeitsqualität. Wir nehmen hier den Umweltschützer. So, und jetzt können wir uns dann nämlich sogar aussuchen, wie derjenige aussehen wird. Und er ist schon ziemlich verschrumpelt, also dafür, dass das Aussehen endlich unser Nachfahre ist, finde ich das schon ein bisschen heftig. Aber gut, wir werden jetzt einfach mal, ich glaube, die Rüstung passt zu ihr. Mal gucken, was war der... Ja, ich glaube, die Frisur sieht auch gut aus und komm. Ja, das wird so ein richtig, merkwürdige Tussi. Ja, ich glaube, komm, das nehmen wir jetzt. Genau, und gehen auf OK. Wie heißt du denn? Amelia. Hallo, Amelia. Du siehst zwar älter aus als ich und So, und damit können wir jetzt hier auswählen, ob wir jetzt mit dem oder mit dem weiterspielen. Wir können hier auch praktisch schon Skillen anpassen. Das heißt, wir können das Aussehen nochmal verändern. So, nachdem das Szenario abgeschlossen ist, verringern sich die Kosten fürs Hochleveln. Ja, so, hier haben wir also, wie viel Geld wir immer brauchen, um überhaupt erstmal aufzuleveln. Job. So, aber da wir das gerade nicht haben, brauchen wir sowieso gerade nicht zu leveln und gehen hier einfach auf zurück und spielen weiter. So. Die Pläne seiner Majestät wurden durch Nachschubprobleme verzögert. Um dies auszugleichen, verlangt die Krone nach zusätzlichen Ressourcen aus den Kolonien.
Dachse, Ungeziefer, faule Arbeiter, aufständische Unruhestifter und schlechtes Wetter haben das großartige Projekt seiner Majestät von Anfang an begleitet. Das Königreich verlangt von daher, dass die Kolonien in die Bresche springen und die notwendigen Ressourcen liefern. Exportieren sie 3000 Tabak. Ja, okay, wir hatten jetzt unsere Tabakplantage in Auftrag gegeben. Ich glaube, das kriegen wir hin. Dementsprechend können wir sie annehmen. Und können dann also unser Mandat auch wieder verlängern. Ach, guck mal, wir sind sogar mal im Plus. Wow, wie kommt denn das? Ich saß neulich mit 3 anderen Wissenschaftlern zusammen und wollte eine Runde Skat spielen. Doch das klappte nicht so ganz. Also erfanden wir in unserer Genialität ein brandneues Spiel. Quartett. Wow, das ist natürlich auch sehr praktisch. Und wir können hier neue Forschungen erforschen. So, und was werden wir machen? So, gut. Sehr schön. Ich werde jetzt übrigens langsam schon mal mit anfangen mit dem Militär, weil das werden wir später definitiv brauchen. Ach, unebenes Terrain. Deswegen kann ich es da nicht hinsetzen, deswegen setzen wir da eins hin. Und ja, davon brauchen wir viel, deswegen setze ich da einige. Ja, ich glaube, da kann die Straße auch noch lang gehen. So, dann setzen wir hier so mitten rein eins und... Ja, da auch. Ich glaube, das kann dahin, genau. So, und können wir gegebenenfalls auch... Nee, das Militärfort können wir jetzt nicht setzen. Aber gut, das reicht jetzt erst einmal. So, ich lebe hier in der Hoffnung, dass wir hier bald wieder Geld reinbekommen, auch wenn es gerade ins Minus geht. Aber es kamen dafür 18 neue Bürger an. Finde ich gut. Mal gucken, wie überhaupt so die Arbeitslosigkeit aussieht. Verfügbarer Jobs 3. Na gut, das wird sich bald ändern, sobald die Wachtürme aufgestellt sind. Ja, wir bekommen auch Geld rein. Das finde ich auch sehr gut. Und dementsprechend werde ich jetzt mal anfangen, Erkundungen zu starten. So, und zwar gehen wir hier rüber. So, das dauert jetzt erstmal seine Zeit, bis die hier praktisch erkundet haben. Und, kann man jetzt das vorsetzen? Genau, das vor. Ja, wie gesagt, also ich fange diesmal an. Also ich habe es, wie gesagt, schon einmal durchgespielt, dieses Spiel. Und hatte dort überhaupt gar keinen Sinn auf Militär praktisch gehabt und habe auch so gut wie absolut vernachlässigt. Und das sollte man in diesen Spielen nicht tun. Weil, wie gesagt, die Inseln bauen aufeinander auf und da sollte man auch wirklich drauf achten. So, und jetzt nehmen wir hier... Es ist das Recht. Nein, sogar die Pflicht jedes freien Tropikaners, seine eigenen Bananen anzupflanzen. Landhäuser sind nicht so edel wie Lord Oakwoods Luxusvillen, aber sie bieten einem Bürger Tropikus alles, was er zum Leben braucht. Ein Dach über dem Kopf und einen prächtigen Garten, in dem er sein eigenes Essen anbauen kann. Bürger in Landhäusern leiden niemals Hunger. Oh, das ist schon mal gut. Wusste ich jetzt auch nicht so wirklich. So, dann werden wir jetzt also das nächste Mal dann anfangen, und Landhäuser zu bauen, damit unsere Bürger etwas glücklicher werden. So muss es sein, und wir müssen auch wahrscheinlich ein neues Baubüro mal bauen und diverse andere Fressalien stellen und auch die Mine und so weiter. Also wir haben jedenfalls noch viel vor, was wir alles in der nächsten Folge noch erleben können, und ich hoffe, ihr habt dann auch wieder viel Spaß. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Auf bald! Tschüss!